Guten Tag, liebe Besucher unserer Homepage. Ich darf Sie von einer Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses und des Gesellschafterausschusses der Parkhausbetriebe ganz kurz informieren. Wir mussten heute in Sachen Haushalt der Stadt Worms noch einmal nachsitzen, weil unsere Kommunalaufsichtsbehörde in Trier den vorgelegten und vom Stadtrat beschlossenen Haushalt in einer Reihe von Punkten beanstandet hat. Und es ging darum, Beitrittsbeschlüsse zu fassen, die diesen Beanstandungen Rechnung tragen, damit die Kommunalaufsichtsbehörde uns den Haushalt dann tatsächlich genehmigen kann und wir wieder vollumfänglich handlungsfähig sind, all unsere Aufgaben erfüllen können, die für das Funktionieren der Stadt ganz wichtig sind. Das gilt für die Einstellung von Erzieherinnen, das gilt für wichtige Aufgaben in der Unterhaltung und Pflege unserer Straßen, der Grünanlagen und vieles andere mehr. Aber wir haben noch Diskussionsbedarf wegen der notwendigen Investitionen in unsere Schulen für Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes oder für generelle Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Darüber wird noch zu reden sein. Und wir haben Einsparungsauflagen bekommen, über die wir dann im September erneut in den Gremien des Rates beraten und entscheiden müssen. Wichtig war heute, dass wir darüber diskutiert und entschieden haben, wie wir die Tiefgarage unter dem Ludwigsplatz für eine längere Zeit offen halten können. Nach den letzten ersten orientierenden Untersuchungen war ja erklärt, dass wir spätestens zum 1. September, also übernächste Woche, die Tiefgarage aus Sicherheitsgründen hätten schließen müssen. Wir haben dann verdichtete, engmaschige Untersuchungen im gesamten Bauwerk durch Fachleute durchführen lassen, die zum Ergebnis kommen, wenn wir eine Reihe von Sicherungsmaßnahmen ergreifen, zum Beispiel das Abdichten von Fugen, damit kein Salzwasser weiter in den Beton und in die Bewehrung eindringen kann, und zusätzliche Abstützungsmaßnahmen, dann können wir im besten Fall bei einer fortlaufenden Kontrolle die Tiefgarage noch weitere 3 Jahre in Betrieb halten. Darüber ist sehr intensiv, teilweise auch sehr kontrovers diskutiert worden. Am Ende hat der Gesellschafterausschuss der Parkhaus Betriebs GmbH mit Mehrheit beschlossen, dass wir diese Sicherungsmaßnahmen, die ca. 133.000 Euro brutto kosten werden, beauftragen. Damit ist dem Einzelhandel, den Bewohnern, den Dauerparkern, Dauermietern dieser Tiefgarage sicher Rechnung getragen worden, und wir haben dann mehr Zeit, um eine generelle Sanierung oder gar einen Neubau dieser Tiefgarage verbindlich und ausführlich und fundiert zu planen. Das waren die 2 entscheidenden Punkte in der heutigen Sitzung. In der kommenden Woche wird es eine Sondersitzung des Stadtrates zum Thema Haushalt geben, und dann läuft die Sommerferienperiode noch etwas weiter, und dann beginnt auch schon das Backfischfest und alle Wormser rufen nur noch Ahoi. In diesem Sinne, alles Gute.